Herzlich willkommen hier auf der Remote Rhein-Ruhr Stage im schönen Monheim. Ich bin der Heyhai und darf hier gerade ein kleines Opening halten. Ich habe euch sogar ein paar Slides vorbereitet, wo wir uns mal ganz kurz vorstellen, was ist die Remote Rhein-Ruhr Stage und so weiter. Also, wir sind hier ein kleines Team, was jetzt für den CCC-Kongress, also der Remote Chaos Experience, eine Bühne bereitstellt. Und unser Team besteht aus 12 Menschen insgesamt oder 13, die gerade vor Ort sind. Dazu gehören zum Kernteam 10 Leute. Und wir haben eine sehr interessante Altersverteilung. Wir haben 2 Anwesende von der Orga, die älter sind als 35. 2 Menschen, die älter sind als 30, also zwischen 30 und 35, und ganze 6 Leute, die unter 30 sind. Dann, wir sind nicht unbedingt regional, nur 7 Leute aus unserer Gruppe stammen hier aus NRW. Dabei ist NRW auch noch ein sehr großes Bundesland. 3 Leute haben wir, die nicht aus NRW sind und trotzdem sich den Weg nach Monheim gemacht haben, um hier diese wunderschöne Bühne aufzubauen. Wir haben 7 unterstützende Haie, die hier überall auf der Bühne verteilt sind und auch ein bisschen hier im Hintergrund. Vielleicht werden sie auch noch gleich auf die Bühne wandern oder schwimmen. Und wir sind hier im wunderschönen Monheim am Rhein. Das liegt an der S-Bahn-Station Langenfeld und das liegt auf der Verbindung zwischen Düsseldorf und Köln. Hier sind wir quasi in so einer Flussbiegung und eigentlich ganz schön. Es ist halt eben eine sehr kleine Stadt. Die hat aber eine wunderschöne Volkshochschule, die uns hier tatkräftig unterstützt. So, nun zu unseren Themen. Wir haben für euch einige Vorträge vorbereitet. Ich habe gehört, so um die 40 Stück. Davon sind es unter anderem Nerd-Talks, also so die typischen tieftechnischen Talks, die man so kennt. Wir haben Gesellschaftsthemen, also wir reden ein bisschen über Freifunk, Politik und so weiter. Wir haben viele Themen Richtung, wie gerade schon gesagt, Open Source, also so Richtung freie Software, digitale Souveränität. Und wir sind die Bühne, die die Lightning Talks organisiert. Falls ihr jetzt noch einen Lightning Talk habt oder einen Lightning Talk einreichen wollt, könnt ihr das tun. Auf events.ccc.de gibt es einen Artikel dazu und da ist auch die Verlinkung, wo ihr euch eintragen könnt. Ich werde euch dann auch entsprechend zuordnen. So. Nur noch zur letzten Folie, ich mache es nämlich kurz. Wir haben natürlich einige Leute, die uns tatkräftig unterstützt haben, zum Beispiel Diana Kai, die das wunderschöne Design gemacht hat. Wir haben das Soyuz 7, das ist eine Kultureinrichtung der Stadt Monheim, die uns sehr tatkräftig unter anderem mit Material, Ausrüstung und Personal unterstützt und natürlich die Verfügung stellen der Räumlichkeiten. Der Freifunk im Neanderland hat uns unterstützt uns. Die Wir Wülfrater Ideenräume unterstützen uns, das FZ und die Staatskanzlei in NRW unterstützt uns mit kleinen finanziellen Spenden. Und das war's auch schon. Ich wünsche euch, bei uns beginnt jetzt um 11 Uhr gleich das Programm mit einem sehr schönen Talk und ich wünsche euch viel Spaß auf dieser Remote Chaos Experience und auch hier auf unserer Bühne, also wenn ihr dann an den Empfangsgeräten live zuschaut.